Yo, und was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder am Start bist bei Sleeping Dogs, euer Lieblingsformat hier auf YouTube. Weiß ich nicht, kann vielleicht sein, würde mich natürlich freuen. Wir machen genau da weiter, wo wir in letzter Folge aufgehört haben, nämlich hier bei unserer Zentrale mit der blauen Mission. Ab geht's, auf geht's. Ich bin gespannt, was wir denn jetzt hier machen müssen. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir den Sun-on-Ji, glaube ich, oder einer von den Gang, der ist abgehauen und wir haben den richtig verfolgt, haben den einen auf die Fresse gehauen, haben den im Kofferraum eingeschlossen und den hier hingebracht. Ich will ja nicht zu viel spoilern, lasst euch einfach überraschen, guckt euch die letzte Folge an, ich glaube hier im i ist es verlinkt, also gerne draufklicken, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, natürlich auch abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Wir starten rein, ab geht's, auf geht's. Wei, I have something for you. What is it? Dead triads, six of them in the past few months. All found by the water, all sliced open. Well, what do the investigators think? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? Well, so what, they're not people now? This is why I'm coming to you. We just found three new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And Wei. Uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Na super, das sind jetzt nicht so wirklich schöne Nachrichten. Did you look at the overnights? Yeah, but that's not the guy. It's Wen Shen Chang, not Win Shen Chang. Yeah, bookmark Chang. Boah, die fangen alle mit Chao Chen und Ying Yu. Und Chu An und Big Yon Li. So, hier haben wir nochmal den Big Charles Lee. Ich glaube, der ist noch sogar am Leben. Den müssen wir, wie sagt man das? Den müssen wir verifizieren oder ausfindig machen, für was er arbeitet. Oh Mann. Also die Namen werde ich mir auf jeden Fall nicht merken können. Aber okay, wir machen weiter hier in den Missionen. Wo auch immer das jetzt hier rausgeht. Aha, wir sind jetzt komplett draußen. War also nur eine Quatschmission. Gut, dann werden wir jetzt zu der nächsten blauen Mission fahren. Wir sehen uns. Bis gleich. So, also wir müssen in so einer Unterführung rein. Bin ja mal gespannt, was jetzt hier ist, weil das soll ein neuer Hinweis wahrscheinlich sein. Okay. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Ja, die liegt ganz unauffällig irgendwo hier. Gehen Sie zu Fuß weiter. Ich dachte, ich kann da einmal rein bumsen. Gehen Sie zum Tatort. Hoffentlich ist das jetzt nicht unsere Leiche. Einer von uns. Nämlich von den anderen. Überreden Sie den Kopf zu gehen. Who are you? Bomb Squad. You here see anything suspicious, officer? What? No. Is there a bomb? Could go off at any minute. I'm guessing the blast won't go more than a few hundred meters. Excuse me, I forgot something in my car. Aha, ja natürlich. Geh mal in deinem Auto, hol dir mal deine Donuts daraus. Genau, ganz schnell, bevor die Bombe hochgeht. Ja, der war immer gut drauf. So, wo soll jetzt diese Bombe sein? Ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch. Nee, nicht ganz. Hier unten liegen schon Leichen. Es scheint da irgendwie drin zu sein. Müssen wir hier durch? Aha. Okay, was ist hier drin? Was soll hier drin sein? Oha. Leiche fotografieren. Ist das Winston? Nee, ist nicht Winston. Schiff für Kamera. Okay, nächste Leiche fotografieren. Durchsuchen Sie die Leiche. Oh Gott. Winston? Winston?
finden an der Leiche eine seltsame Schnittwunde. Durchsuchen Sie die nächste Leiche. Boah, so an toten Menschen herumzugraben, das ist doch richtig ekelhaft. Son of a bitch. Someone did surgery on these guys. Okay. Diese Leiche hat dieselbe Schnittwunde wie die erste. Durchsuchen Sie die letzte Leiche. Der wird wahrscheinlich auch so eine Schnittwunde haben. Haben die denn da irgendwas rein operiert? Jeder einzelne. Offenbar wurde allen drei Leichen ein Organ entnommen. What the fuck? Wie krank. Bringen Sie die Uniform zum Polizeivan. What the fuck? Wie krank. Ihr macht eure Arbeit da schön, genau. Macht mal weiter. Ihr macht sie gut. Wir sind ja eigentlich auch einer von denen. Aber natürlich dann auch nur undercover. Hoffentlich bleibt das auch so. Nicht, dass die hinterher auf einen blöden Gedanken kommen, dass wir zu denen eigentlich, also zu den anderen Japsen gehören und nicht zu der Polizei. Klamotten wieder ordentlich ausziehen, damit kein Verdacht geschöpft wird. Rufen Sie Tang an. Commander Tang. Tang, it's Wei. What did you find out? Vincent. They got Vincent. I'm sorry. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were Sun Anyi. All had an organ removed, cut right out of them. And you're right, this isn't just about murder. What's your next step? The removal looks professional. A surgeon of some kind. I'm gonna look into the hospital records. If somebody's stealing organs, they gotta be using them for something. All right. Keep me informed. Boah, das ist ja echt krank, ey, so Organe rauszuschneiden und die für irgendwas zu benutzen. Ey, what the fuck? Fall abgeschlossen, Kopferfahrung. Wir sind immer noch Stufe 4. Ja, das dauert auch noch, bis wir Stufe 5 erreicht haben. Okay, Belohnungen 1200 Cash. Kann ich mit zufrieden sein. Okay, wir begeben uns zu Hinweis Nummer 2. Dann denke ich mal auch ins Krankenhaus. Und hoffentlich ist dann Onkel Poe nichts passiert, weil der ist ja eigentlich immer noch im Krankenhaus. Hoffentlich wurden dem keine Organe entnommen. Naja, das werden wir sehen. Dann bei der blauen Mission. So, okay. Ich glaube, das ist doch wirklich ein anderes Krankenhaus, als wo Onkel Poe hingelagert worden ist. Oder eingeliefert worden ist, sagen wir es mal so. What? Besorgen Sie sich im Krankenwagen eine Verkleidung. Aha, jetzt dürfen wir also die Krankenheits... Was? Sprachen lernen. Bubble. Jetzt dürfen wir uns den Kittel endlich holen. Vorhin die Polizei, das Polizeioutfit, jetzt den weißen Arztkittel. Oder Krankenhausoutfit. Oh ja, ja, perfekt. So ist es doch in Ordnung. Betreten Sie das Krankenhaus. Ja, sehr gut. Aber ich denke mal, wir holen uns nochmal schnell den Gesundheitsschrein hier. Wer weiß, was jetzt gleich im Krankenhaus alles passiert. 1.15 in Central gefunden. Okay. 3 Stück für neues Gesundheitsupdate. Sehr gut. Okay, Central Hospital, ab geht's. Rein damit. Rein in die Olga. Versuchen Sie den Krankenhausakten verdächtigte Aktivitäten. Aha, was haben wir denn hier? Eine Jadestatue? Sehr gut. Die brauchen wir für die Karateschule. What do you have right now? Another hit and run. A poor guy got thrown right across the road. Genau. What's wrong with the drivers these days? Ich gehe mal weiter. Something going on. I can't remember ever seeing this many accidents. It's almost like someone is running down people on purpose. Have you told the cops? Told them what? Boah, das ist das Gehirn von oben. I guess. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sure. Guckt euch mal diese Glubschaugen an da oben. Lol. Machen Sie denn Ihren Job richtig? Sie stehen ja nur rum. Der Patient braucht Hilfe da drüben. Da wird sich gar nicht drum gekümmert. Oder warum bleiben Sie die ganze Zeit stehen? Müssen Sie überlegen? Okay. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du hast ja gar keine Beschwerden, nur Bauchschmerzen oder was? Dann kannst du auch nach Hause gehen.
mit Bauchschmerzen kannst du auch arbeiten gehen. Ah ja. Ich muss einmal in die Akten bitte reingucken. You in the habit of challenging doctors, nurse? I'm saving lives. What are you doing here? So sorry, doctor. My apologies. Ja, immer diese Unterschwestern, die mal gerade in Ausbildung sind. So, System hacken. Da bleiben wir Versuche. Was musste ich denn nochmal machen? 4 Ziffern eingeben. Ach so, da war ja doch irgendwas. Irgendwas war da doch. Ich glaube, das kannte ich mal. 4 Ziffern eingeben. Soll ich jetzt irgendwelche nochmal eingeben? Ja, da war ja irgendwas, irgendwelche Ziffern eingeben und dann sagt er mir ja oder nein. Falsche Position, falscher Wert. Ach so, genau, die 3 und die 9 tauschen. So, und die 3 tauschen, so. Und machen wir nochmal Enter, keine Duplikate zulässig, okay. Ach so, keine Duplikate, keine doppelten Nummern. Falsche Position. Da kommt die 9 hier vorne hin. Und hier die 8. Ja, super. Das kann ja jetzt so viel sein. Eine 0. Eine 3. Ach ja, eine 3 haben wir ja schon. Eine 2 ist auch falsch. Eine 4. Bam! Looks like Dr. Sang is doing a lot of kidney transplants. Where are you getting your donors, Sang? Verwanzen Sie das Büro des Doktors, bevor er wiederkommt. Oh, das muss schnell gehen. Da müssen wir ein bisschen sprinten. Also eine Wanze ist nämlich keine Bombe. Eine Wanze ist einfach nur zum Ausspionieren. Die dürfen wahrscheinlich auch wieder die Schrauben da rausholen. Arzt kehrt zurück in 2:30. Empfindlichkeit. Ah, da war doch schon was Schönes. Na gut. Aha. Na komm. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Wanze ist kalibriert. Sehr gut. Wieder zuschrauben. Damit keiner was verdächtigt. Sehr gut. Knacken Sie den Safe bevor er wiederkommt. Juch. Wer hat denn einen Safe in seinem Raum drin? Boah, das wird knapp von der Zeit. Das wird sehr knapp. Oh, ein Glück. Ja, sehr gut. Komm, schneller. Perfekt. Was hat er jetzt da drin? Organe? What are you doing meeting 18K Red Pole, Sang? Motherfucker. Okay. Killing Sun Onion guys just to get organs for an 18K ring. Krass. Krank. Bringen Sie die Verkleidung zum Krankenwagen zurück. Ach gut. Ich dachte, die Zeit wäre jetzt noch da. Aber gut, dass sie angehalten worden ist. Das ging ja nur für den Arzt. Ich glaube, hier mussten wir wieder raus. Jawohl. Anruf von Inspektor Kang. I've got the doctor. He's doing a lot of transplants off the books. And he's got ties to an 18K Red Bull. He planted a bug in his office. You should be able to listen in on him. Mhm. Ja, sehr gut. Dann können wir ihn ja ausspionieren. Okay, Verkleidung wieder in den Krankenwagen rein. Also das ist wirklich krank, mit Organen zu dealen. Ich bin ja noch ein Freund davon, also kein Freund davon eigentlich, aber es ist normal zu hören, wenn man mit Drogen dealt, aber mit Organen, da hört wirklich der Spaß irgendwie auf. Okay, also von Toten sogar noch. So, Stufe 4 sind wir leider immer noch. Naja, das können wir nicht anders machen, aber mit der nächsten Mission werden wir wahrscheinlich Stufe 5 erreichen.
So, keine Mission mehr offen, nur noch die grüne. Und ich sehe gerade, wir sind fast schon knapp an der Zeit. Ich wollte die Folge jetzt nicht so lange laufen lassen. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns von der Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du nächste Folge natürlich wieder einschaltest. Wird natürlich sehr spannend, wie das ausgeht hier mit den Organen. Deswegen würde ich sagen, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video. Gerne auch ein kostenloses Abo, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wäre natürlich am besten. Haut rein, euer Moreno.